Na, fantastisch. 16.01. und meine Tochter ist immer noch krank. Ich fasse es nicht. Warum bist du krank? Keine Ahnung. Ah. Mizi, kleine Katze. Hier, Dennis, du darfst nicht zu kurz kommen. Ja, das reicht. Habe ich so einen Joghurt gefunden. Der stand ganz vorne im Kühlschrank von Landliebe. Da kann man jetzt nicht wirklich viel verkehrt machen, aber der war schon irgendwie 4 Monate überlagert. Und der hat geschmeckt. Aber der war noch verschlossen, also in so einem Glas, der war noch verschlossen. Aber trotzdem hat er nicht mehr so geschmeckt, wie Joghurt schmecken sollte. Warum bist du denn so weit? Ja, ich habe erst später aufgekippt, weil ich mich gewundert habe, warum schmeckt der denn so scheiße? Und dann habe ich gedacht, machst du Experimente mit dir? Kann doch nicht wahr sein. Na, ich gehe doch davon aber nicht aus, dass da jetzt halt abgelaufen im Kühlschrank ist. Ja, jetzt wisst ihr. Jetzt lese ich es. Landau von Techno. Die Lampe ist auch schön. Ein Wunder, dass sie noch keiner abgeschraubt hat, war. Ist ja alles schon mal passiert. Aber, und wurde die jetzt wiedergefunden oder ersetzt? Die hat Hans nachgebaut. Ach, die hat er nachgebaut? Ja. Krass. Der dann doch ein bisschen was doof war. Der Hans ist immer für eine Überraschung gut. Ja, der kann sogar. Hallo Müller. Hallo. Müller, Sie haben ein Paket. Müller, ja, nicht alle zusammen. Alles zusammen. Warte, Dicker, was? Okay, erst DHL, dann Hermes. Ich bin jetzt von DHL. Nein, Warme. Nein, lieber. Ja, siehst du? Naja, das ist aber ja schon nicht toll. Das ist doch nicht ganz anders. Ach, schön, ja, nimm. Das ist ja. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Jo, frisch gestärkt, geht ans Werk. Ich gehe in den Keller jetzt arbeiten. Ich habe nämlich einen Auftrag bekommen, den werde ich jetzt erledigen. Meine Frau ist zu Hause, kümmert sich um die kranke Bagage, zieht sich nebenbei noch ein bisschen Pizza rein. Ich mache hier in der Ecke, wenn du filmst. Richtig, sie sitzt nämlich immer da in der Ecke. Nicht nur, wenn ich filme. Jo, ich gehe jetzt in den Keller arbeiten. Ich sitze mal hier und mal da. Aber meistens bin ich arbeiten, denn ich bin fleißig. Meine Frau sitzt in der Ecke und isst noch ein Stück Pizza. Ich war schon arbeiten. Sie war nämlich schon mal arbeiten, sie hat irgendwann mal ihre Ausbildung gemacht. Das hält sie mir jetzt immer noch vor. Ich gehe arbeiten. Auch, ne? Du auch, ne? Ja. Du gehst auch arbeiten. Gehst du auch arbeiten? Ja. Ja. Jo, da ist der Tommy wieder im Keller und jetzt geht's los mit dem nächsten Auftrag. Was heißt dem nächsten Auftrag? Als ich vorhin kurz unten im Keller war, kam natürlich wieder der nächste Kunde mit dem Auftrag. Ja, das werde ich jetzt erledigen. Da seid ihr jetzt einfach mal so spontan mit dabei. Ich werde hier vorne, ich habe mich jetzt so abgesprochen mit dem Chef des Hauses, dass ich hier vorne das rausräumen oder wegräumen werde, immer wenn ich nicht hier bin. Ja, und also wenn die abholen kommen, dass sie sozusagen hier vorne nicht irgendwo aus Versehen gegen Ecken oder so, ja. Einfach nur, ich muss es nicht, es ist rein rechtlich, ist alles in Ordnung, aber einfach nur so, damit wir kein, ja, damit hier nicht einer, wenn noch einer stolpert irgendwie oder so und dann irgendwie was kommt von wegen, ja, ich habe mir gesagt, das muss da weg. Also das ist ja totaler Schwachsinn, wenn die draußen auf der Straße hinfallen, passiert ohne Schnell, das ist halt so. An Banalität kaum noch zu übertreffen. Hinterreifen platt. Naja. Okay. Ein wenig lächerlich, aber es muss halt auch gemacht werden. Ne? Hinterreifen platt. Den schrauben wir auch mal fest hier. Ist ja auch nicht so gut. Was war noch? Und Vorderrad. Schutzblech. Auch neu. Bekommt auch ein neues Schutzblech, das Vorderrad. Ja, dann fange ich mal an mit der Demontage. Hinterrad raus. Oder essen. Erst mit dem Festschrauben hier. Ja, das machen wir jetzt gleich mal. Wo ist er? Da ist er. Den brauchen wir. Ich meine, wenn sowas klappert, mal ganz im Ernst, dann geht doch einfach irgendwo hin und schraubt das. Wenn ihr selber ein Werkzeug nicht habt, holt euch so ein Werkzeug. Und schraubt das fest, dann hat man den Ärger nicht mehr. Also statt mit dem klappernden Gestell durch die Gegend zu fahren, würde ich immer
Irgendwo hin. Wie lange hat es jetzt gedauert? 10 Sekunden. Festschrauben. Fertig. So, ich baue jetzt das Hinterrad aus. Scheiben habe ich jetzt schon ab. Da. Jetzt kommt das nächste, der Bremsanker. Was macht denn der Tommy da draußen, da vorne in dem Forum? Ja, der Tommy, das ist ja quasi sein Laden. Also das hier ist ja quasi mein Werkstattbereich vom Laden, weil ich bin ja hier vorne, weil ich den Laden alleine mache. Ich mache den ja komplett alleine, bin ich ja immer auf mich allein gestellt und ich muss hier vorne sein, ich muss hier vorne arbeiten, damit ich sehe, was draußen passiert, ja, dass da mir keiner was wegnimmt und damit ich automatisch auch sehen kann, was hier drinnen passiert. Das kann ich nur von hier vorne. Ja. Ich kann das nicht von hinten irgendwo, wo ich da stehe und Räder repariere, das kann ich einfach nicht. Und die Leute sehen auch, die gucken, die laufen vorbei, die sehen natürlich auch ganz genau, oh Mann, was macht denn der da? Oh, der repariert, das ist interessant, da gehe ich rein. Wenn hier vorne nur ein einfacher Vorraum wäre, leer, sozusagen, würden die Leute ja nicht, die wissen ja gar nicht, was los ist, die wissen nicht, was sie hier erwartet. Und so kann ich immer noch freundlich auch auf die Leute einreden, die haben manchmal Fragen von oben oder so. Also es ist schon wichtig, dass ich wirklich hier vorne stehe, hier an diesem Punkt, genau an diesem Punkt, wo ich hier nach draußen gucken kann und gleichzeitig nach drin und gleichzeitig hier in den Lagerbereich sozusagen, wo ich auch noch ein paar Sachen habe. Also das ist der beste Punkt überhaupt. Und außerdem steht die Kamera ja hier auch. Ihr steht hier jetzt manchmal, ihr seid immer mit dabei und hier vorne da oben steht die Streamkamera. Da oben auf dem Brett. Deswegen ist der Tommy hier vorne in dem Laden unterwegs. Nur als Erklärung. So, Bremsanker haben wir ab. Die nächste Schwierigkeit ist jetzt natürlich den Kettenschutz dazu entfernen, weil der ist ja so komisch verankert. Ich zeig's euch mal. Da, wie bei so einem Hollandrad halt, mit so ein bisschen da, mit diesen komischen Plastikschräubchen, die gehen bestimmt kaputt. Könnte ich jetzt wetten, dass die kaputt gehen. Hoffen wir, dass es nicht passiert, aber naja, ihr wisst ja, wenn wir nicht hoffen, dass es nicht passiert, passiert es natürlich. Ihr schaut jetzt von da aus mal zu. Okay, das Rad haben wir raus, aber natürlich auch eine von diesen Plastikschräubchen verloren. Ich gucke mal, ob ich die hier finde. Noch liegt ja nicht so viel Dreck hier. Das ist natürlich keine Schraube, das ist wie so ein Anker, wie so ein Bajonettverschluss. Reindrehen, rumdrehen, fertig. Ja, so sieht das aus. Jo! Als nächstes muss der Reifen runter, der alte, und der alte Schlauch raus. Das mache ich jetzt. Dazu dreht das Ventil ab. Ja, und jetzt hole ich den Mantel von der Felge runter. Hoffentlich ohne Werkzeug klappt es. Mal gucken. 1, 2 und... drei. Klappt. Schlauch raus. So einfach ist das damals den Schlauch. Der kommt zum Bastelmaterial. Das kann man ja zum Basteln verwenden, immer so einen Schlauch. Das ist kein Problem. Voll durch irgendwas durch hier. Ach, jetzt sind Gott sei Dank nur. Ja, Gott sei Dank nur, ist gut. Der Mantel löst sich innen auf. Das ist halt nichts Besonderes.
Jo! Also ich benötige einen neuen Schlauch. Das ist Tour 28 All normales Ventil. Den hole ich mal eben. Ach, brauche ich ja nicht. Normales Ventil haben wir ja vorne liegen. Ohne Verpackung. Umweltfreundlich quasi. Nicht nochmal einzeln eingepackt. Das ist halt der am häufigst verwendete Reparaturartikel hier in dem Laden. Das ist der Schlauch. Und baut das Ganze wieder ein. Boah, bin ich voll gefressen, ey. Der Winter. Boah, liebe Leute, der Winter ist nicht gut. Da nimmt man mal 5 Kilo zu ungefähr. Als Erwachsener. Mein Sohn wollte heute noch vorbeikommen. Tja, ob das was wird. Der wollte am Montag schon vorbeikommen. Ich erwähne es gar nicht mehr den Kindern gegenüber. Die freuen sich ja immer schon so auf ihren Bruder. Und dann kommt er aber meistens nicht. Ne? Als Jugendlicher hat man ja auch noch so viele andere Dinge zu tun. So, ich baue ein. Der neue Schlauch ist jetzt fast schon drin. So. Jetzt bauen wir die ganze Schose wieder ein. So. Halt, hier war noch eine Unterlegscheibe zwischen. Die habe ich mir gemerkt. Wenn ich mir sonst nichts merke. Sturkopf. Ja, der Tommy ist manchmal schon ein wenig ein Sturkopf, das mag sein. Aber es ist ein sympathischer. Behandelt fühlt, dann ist das halt immer so eine Sache. So, jetzt die Unterlagscheibe. Dieses Teil, jedes Teil. Dieses. Ich sag mal jetzt nicht, ich baue jetzt mal ein. Ja, ich muss mir jetzt mal konzentrieren, ein wenig, dass ich nicht vergesse. Auch wenn man sowas 1000 Mal gemacht hat, sollte man nie nachlässig sein. Das ist natürlich 1000 Mülltonnen ausleeren. Und bei der 1001. einfach schon alles automatisch machen. Dann schleichen sich halt Fehler ein und es kann passieren, dass ich irgendwas kaputt mache in meiner Umgebung. Na und da will ich ja nicht, ich will ja immer achtsam sein. Und mit größt mir möglicher Sorgfalt meine Arbeit erledigen.
geschrieben. Zumindest ist es bei mir so, ja, in meinem Gewerbe, jetzt sag ich mal, ist das, blick mir mal hin, sollte man das auch so sehen. Jetzt wird aufgepumpt und das wart im hinteren Bereich. Dann gehen wir nur noch nach vorne und machen vorne jetzt fertig. Und dann sind wir durch mit dem Rad für heute. Porös ist er schon, der Reifen. Vorne muss das Schutzblech ab, natürlich. Das hängt hier nur noch am seidenen Faden, nennen wir es mal so. Also an so einer Kabelgedöns-Ding. Ich baue das erstmal ab und schaue es mir mal an, wie es aussieht. Dazu löse ich auch hier oben diese Schraube. Die löse ich nicht, weil sie das Blech hier hält, aber weil da das neue Blech oder das gebrauchte Blech wieder dran muss. Nur deswegen. Dann haben wir es ab. Muss man nicht kommentieren, ich baue das Vorderrad aus, weil die Schutzblechstrebe im Vorderrad, am Vorderrad, an der Vorderradachse festgemacht ist. Ja, und jetzt hole ich ein neues altes Blech oder so. Das ist bestimmt irgendwo hier in meinem riesen Repertoire. Finde ich so etwas. Ja, dann haben wir doch schon was. Schau doch mal in der Kugel da. Oh ja. Thank you.
schneiden. Gebrauchte Blech, alles noch dran. Hier, die Stelle ist noch dran. Ein bisschen sauber machen. Jo, jetzt wird angebaut. Ja. Perfekt. Das war's. Ich bin fertig. Jetzt muss das Ding hier aufrollen irgendwie. Damit kommt es noch ein Stück höher, das kommt mir eigentlich gelegen, ja, aber die Rollen, die ich habe, die sind zu überdimensional. Das ist ja scheißegal, die kommen da runter geschraubt und dann ist das mir völlig bewusst, dann rolle ich das hin, wo auch immer hin. Überall, scheißegal. Und in meiner, die meiste Zeit tatsächlich halte ich mich ja in diesem Bereich hier auf, in diesen paar Quadratmetern hier. Das ist mein Zuhause für den ganzen Sommer. Nicht mehr. Normalerweise für das ganze Jahr. Ich bin auch ab diesem Jahr wieder das ganze Jahr über offen. Es gibt wahrscheinlich keine Schließzeit oder so. Das ist nicht gut. Also ich habe Rad repariert auf alle Fälle. Das Rad ist fertig. Schlauchwechsel heute und Schutzblechmontage Vorderrad. Jetzt mache ich noch eine Vorstellung. Ich stelle noch irgendein Rad vor. Ich muss noch irgendein Rad vorstellen. Irgendwas Schönes, was ich reinballer dann bei eBay. Allerdings keine Auktion mehr, weil die Räder bringen gar nichts. Ist egal, wann ich die verkaufe. Ich könnte die im Hochsommer verkaufen. Die Räder bringen nichts. Also es bringt bei eBay überhaupt nichts. Ja, teilweise 30 Euro für ein BMX-Rad. Ich meine, da bezahle ich ja mehr am Einkauf, wenn mir das jeder bringen würde. Würde ich sagen, danke, danke, gerne, her damit. Jetzt nun nicht mehr. Ja, jetzt bin ich nur noch am Abschaffen. Nur noch Festpreise, Preisvorschlag. Davon kann ich jetzt nicht so viel reinstellen, weil ich habe ein Limit auf dem Account tatsächlich und das ist ja auch nur, um so ein bisschen zu präsentieren euch. Aber die anderen, die lade ich halt bei YouTube so hoch. Bis dann, ciao.